Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner in meiner Band. Ich weiß auch nicht, was gerade in meinem Kopf los war, aber ich bin gerade ein bisschen aufgeregt, weil ich habe vor mir unheimlich coole Produkte von Kolleginnen und Kollegen. Naja, komm, das ist jetzt sehr hochgegriffen, weil das sind sehr berühmte Personen. Denn heute schminken wir zusammen ein Fullface mit Influencer-owned Brands. Also quasi Marken, die gegründet wurden von Leuten, die berühmt sind oder selber Influencer sind oder. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, also wir haben hier natürlich vor allem internationale Marken, aber wir haben auch Marken, die so in aus Deutschland halt kommen. Ne? Ganz aufregend. Ja, komm, wir starten jetzt. Ne? Also nicht alle Produkte gibt es so noch. Zum Beispiel hier auch mein Primer von Natasha Denona. Das ist ein ganz, ganz toller Primer, den ich auch in meinem Project Pen habe, aber den habe ich jetzt so online bislang irgendwie nicht mehr so gut finden können. Egal, trotzdem ein schöner Primer, der Feuchtigkeit spendet. Und das hier ist auch so ein Mix aus Shop My Stash und es gibt auch ein paar Neuheiten, die ich hier habe von Luna Beauty. Die könnt ihr nämlich jetzt gerade, deswegen ne, bin ich gerade auch auf die Idee gekommen, dieses Video so zu machen. Die könnt ihr gerade bei Purish bekommen mit Claudis Welt 15. Da kriegt ihr 15% Rabatt drauf. Also ihr kriegt gerade auf meine komplette Creator-Page 15% Rabatt. Und genau, da sind auch die neuen Luna Beauty Paletten oder die neuen Luna Beauty Produkte, aber auch die neuen von Lethal Cosmetics, die neuen Nabla Lippies und. Schaut da gerne einfach mal rein, wenn ihr möchtet. Und ja, ich prime jetzt erstmal mein Gesicht. Und versuch mal hier so ein bisschen klar zu kommen. Mann. Von Fenty Beauty habe ich diese Stick Foundation in der Farbnuance 1. Ich verlinke die Produkte, habe ich glaube ich auch gesagt, ne? In der Infobox. Und die habe ich auch aktuell in meinem Project Pen. Ist eigentlich eine ganz gute Foundation, die anfangs etwas sehr hell aussah. Also ich erinnere mich auch noch mal an mein Thumbnail, als ich das Video dazu gefilmt habe. Aber die ist eigentlich echt toll, weil die sich auch gut mit der Haut verbindet. Und ich verwende jetzt Pinsel von Gender X Beauty, unser erster Exportschlager hier. Das ist nämlich der Marvin, der auch ja, durch YouTube sehr, sehr bekannt wurde. Einarbeiten werde ich das Ganze mit einem Schwämmchen von der lieben Özlem von Elanelo und ja, das habe ich hier, das ist angefeuchtet und die hat ja auch ihren eigenen Shop, wo sie unter anderem dieses Schwämmchen drin hat und ein fantastisches Wimpern- und Augenbrauenserum, was bei meinen Augenbrauen wirklich krasse Sachen gemacht hat, ne? Ebenso leicht wie diese Foundation ist auch der Concealer hier von Huda Beauty Glowish Bright Light Sheer Concealer und ich habe den in der Farbnuance 1.5 Fair Cool. So schaut er aus und er möchte einfach mal wieder verwendet werden und passt da einfach dementsprechend super gut ins Video rein. Der dürfte farbtechnisch eher ein Sommerconcealer für mich sein, weil so cool finde ich den auf den ersten Blick nicht unbedingt. Also der hat schon so ein bisschen auch einen gelben Touch mit dabei. Auch der wird jetzt eingearbeitet. Ist aber nicht so schlimm, weil er halt super schier ist. Ne? Also der kaschiert ein kleines bisschen so Augenschatten, macht aber kein Full-Coverage-Ergebnis oder so. Und deswegen passt er auch ganz gut zu der Foundation jetzt. Und weil er halt so super leicht ist, wird er sich eher weniger dazu eignen, um jetzt irgendwelche Rötungen oder so abzudecken. Ich mache ihn trotzdem hier so ein ganz kleines bisschen drüber. Dann gibt es jetzt hier von Made by Mitchell, auch eine Marke, die wir bei Purish finden, einen Blush. Der ist in einer ziemlich abgefahrenen Farbe, die ich aber tatsächlich sehr geil finde. Cold Heart. Man muss nur sehr wenig nehmen, ne? Also nicht übertreiben. Ich trage mir das auch erstmal hier auf meinen Handrücken auf. Und dann nehme ich meinen Pinsel, den ich eben schon verwendet habe, arbeite das Ganze in meinen Pinsel ein und trage mir das einfach hier auf meinen Wangen auf. Da gibt es ja auch noch die Glowy-Varianten, aber ich persönlich mag ein bisschen lieber die Varianten, die halt nicht noch irgendwie zusätzlich diesen Highlighting-Effekt haben. Man muss ein bisschen aufpassen. So gut verträgt sich das Schätzelein nämlich so nicht wirklich mit der Foundation, sodass es die Foundation auch leider abträgt. Nur ja, Schwamm drüber. Ah, es war ein schlechter Witz, ich weiß. Aber naja, gut, jetzt verwende ich von Linda Hallberg, eine wunderschöne Frau, von LH Cosmetics Till the End, ein Lidschattenprimer. Und ja, da habe ich gleich auch noch ein weiteres Produkt von der Marke hier. Auch hier trage ich mir den erst einfach auf meinem Handrücken auf. Dann kann man das einfach besser dosieren, ne? Nimm mir das ein bisschen mit dem Finger auf, gebe mir das auf mein Augenlid. Der hat was von einem Silikonprimer, ne? So, jetzt verwende ich von einer Marke, die ursprünglich von einer
Berühmtheit gegründet wurde, nämlich Kat Von D hat KVD damals oder KVD Beauty oder damals Kat Von D, die haben ja 5 Milliarden Mal ihren Namen gewechselt, keine Ahnung, wie die aktuell heißen, ein paar Produkte rausgebracht. Und hier habe ich jetzt das Setting Powder in einer winzig kleinen Variante. Das ist jetzt die Farbnuance Translucent Lock It. Ja, also wirklich sehr winzig klein. Das war mal irgendwo im Adventskalender oder so drin. Weiß nicht, was ist denn hier drin? 1,4 Gramm. Das ist schon süß, ne? Das ist ein loses Puder. Und das trage ich mir mit dem Puffelchen, das ist noch die alte Variante, von Giacomo Cosmetics auf. Das ist ja unser lieber Maxim. Der hat eine eigene Brand gegründet und dort auch diese Herzchen rausgebracht. Das trage ich mir jetzt erstmal um meine Augen mit dem Schwämmchen, also mit dem Puffelding hier auf. Und dann nehme ich mir so einen fluffigen Puderpinsel, nehme ein bisschen was vom Puder auf. Das ist natürlich bei der Größe ein bisschen schwierig. Arbeite mir das etwas in den Deckel hier ein, damit es besser auch in den Pinselhaaren drin ist. Und dann pudere ich damit mein komplettes Gesicht ab. Und wenn man auch noch so ein paar Highlights schaffen möchte, kann man hier zum Beispiel dieses Airbrush Brightening Flawless Finish Puder nehmen von der lieben Charlotte Tilbury. Das ist die Farbe Fair to Medium. Ist aber, glaube ich, einfach sehr, sehr hell, ne? Also sehr weiß. Genau, und das würde ich persönlich jetzt auch nicht unbedingt empfehlen, übers ganze Gesicht aufzutragen, sondern halt wirklich mit dem Pinsel ein bisschen reingehen und dann halt dort aufhellen, wo man aufhellen möchte. Zum Beispiel hier unter den Augen. Natürlich kommt da auch gleich Highlighter und so drauf, aber man kann hiermit schon mal vorarbeiten. Das auf der Nase, ein bisschen diffus, ne? Da, wo später auch so vielleicht der Highlighter hinkommt. Ja, ne? Das ist halt auch eine sehr, sehr berühmte Person, beziehungsweise ich glaube, dass die eigentlich eher so berühmt geworden ist durch ihre Marke, oder? Weiß ich nicht. Jemand, die aber tatsächlich schon vorher berühmt war, ist Hatice Schmidt. Und hier habe ich ihren Bronzer in der Farbnuance Fair. Passt mir persönlich aktuell sehr, sehr gut. Und ich freue mich drauf, wenn Hatice Schmidt Labs irgendwie demnächst auch mal neue Produkte launcht. Ich würde mich sehr, sehr freuen, denn den Highlighter mag ich gerne, den Bronzer mag ich gerne. Gut, die Paletten, ne, das ist so eine Sache für sich. Also da habe ich eine von behalten, die andere ist damals weitergewandert. Aber ich finde, dass sie einfach sehr innovativ das Ganze gestaltet hat. Vor allem Bronzer und Highlighter gefallen mir irre gut. Und man sieht bei dem Bronzer halt, ich habe heute Sprachgammel, es tut mir leid. Man sieht bei dem Bronzer halt wirklich einen Hauch von, aber ich finde ihn halt vor allem für den Alltag richtig, richtig angenehm. Und ja, für Videos ist es halt schwierig, weil sehr viel Licht geschluckt wird, dann nehme ich dann meistens halt die Farbe Light. Aber ich habe heute Lust gehabt auf die Farbe Fair. Ich habe nämlich tatsächlich beide da. Und wie gesagt, ich mag die Textur, ich mag, wie er auf dem Gesicht ist. Ich mag, dass er einfach nie zu viel wird, ne? Also für mich einfach fantastisch und ich mag ihn sehr, sehr gerne, wie man auch wohl sehen kann. Dann hat eine sehr berühmte Frau, und zwar Kylie Jenner, Kylie Cosmetics, gelauncht. Ich weiß nicht, ob sie durch ihre Lipsticks, Lipsets, Lipkits, bla, berühmt geworden ist. Auf jeden Fall ist sie eine berühmte Lady, die ja einfach bekannt ist. So, ne? Und da habe ich hier einen Blush, eine wunderschöne Farbe in der Farbe Betty on the Block. Ne? Oh, sehr hübsch. Ich finde auch, dass ich tatsächlich hier noch ein bisschen Blush drüber brauche. Deswegen gebe ich mir den hier auch mal schön auf. Ich bin mir bei dem auch nie so ganz sicher, ob der jetzt Schimmer mit drin hat oder nicht, weil eigentlich hat er keinen Schimmer, aber immer wenn ich ihn auftrage, sieht das so glänzend auf meinem Gesicht aus. Keine Ahnung. Ich finde den auf jeden Fall auch von der Farbe her wunderschön. Den müsste man, meine ich, bei Douglas kriegen. Also ich habe ihn damals bei Douglas gekauft, ne? Manny MUA ist ein relativ bekannter, sehr bekannter amerikanischer YouTuber und der hat die Marke Luna Beauty gegründet vor Jahren und wunderschöne Produkte werden dort immer wieder gelauncht. Hier haben wir einmal aus der Moonshroom Collection die Highlighter Palette. Wir lassen zuallererst mal diese Umverpackung auf uns wirken. Wir haben diesen wunderschönen Mond, der halt irgendwie immer mit dabei ist. Wir haben passend halt zum Motto, ne, die Pilze. Wir haben eine Elfe, die da rumsitzt und es sieht alles sehr comic-mäßig aus, aber ich finde es einfach sehr liebevoll und sehr schön. Ich mag auch die Schmetterlinge da drauf, ne? Dann haben wir hier 4 verschiedene Farben. Das sind diese hier. Das ist manchmal ein bisschen schwierig, ne, für so helle Häutchen wie mich, weil ich auf den ersten Blick sage, Sugar, safe kann ich den verwenden. Bei den anderen muss ich gucken. Ich kann euch auch mal Swatches einblenden. Aber ich werde jetzt mal so ein bisschen versuchen, diesen Blossom zum Beispiel, was ja eigentlich ein Highlighter sein soll, ganz... Oh, nein.
Nein, ich setze mit. Also als Blushtopper ist der schon. Der ist also. Ho! Kannst du machen, ne? Aber der ist halt wirklich intensiv. Oh mein Gott. Ich brauche einen leichteren Pinsel. Dann nehme ich mir einen ganz leichten Highlighter-Pinsel. Und jetzt nehme ich mir erstmal die Farbe Sugar auf. Oha. Oha. Okay, ja, nee. Also ich glaube, als Bronzer oder Blushtopper ist der für mich persönlich einfach zu krass. Also das ist nicht so mein Vibe. Wow, was ein Highlighter. Also das ist schon, der ist sichtbar. Der ist nicht zum Spaß hier. Also ich würde nicht sagen, dass der jetzt irgendwie super grob ist oder so. Nee. Der sieht schon gut aus. Echt nice. Also krass. Du brauchst echt nicht viel davon und hast direkt einen mega Highlighter-Effekt. Das heißt, diese Palette, wenn man die hat, wird einem ewig und 3 Tage halten. Ich persönlich würde es halt viel, viel mehr feiern, wenn die einzelnen Töne einzeln rausbringen würden. Dass das Ganze dann vielleicht auch einfach ein bisschen günstiger ist, man aber dann auch wirklich nur den Ton sich kauft, der einem am besten passt so, ne? Ja, gut. Die anderen kann ich definitiv auch noch als Lidschatten verwenden, gar keine Frage. Wow, schön ist es. Keine Frage. Also, das mag ich schon. Ja. Wow, das ist eine Bam-Palette. Krass, ich brauche erstmal einen Schluck Kaffee. Jetzt mache ich mir die Augenbrauen mit einem weiteren Produkt von LH Cosmetics, was ich hier habe, und zwar Infinity Brow Pen. Das ist dieser hier. Den hatte ich in einem Adventskalender mit drin gehabt und das ist die Farbe Taupe. Und wundert euch nicht, meine Augen sind immer noch sehr, sehr trocken. Ich bin immer noch dabei, das Ganze irgendwie so ein bisschen wieder auf Vordermann zu bringen. Aber es ist nicht leicht. Sagen wir es, wie es ist. Es ist wirklich, ein Prozess. So, die Augenbrauen sind, ja, entfernte Verwandte mal wieder. Aber das ist nicht schlimm. Ich möchte sie trotzdem fixieren. Aber erstmal möchte ich diese Stiftgeschichte hier einmal zumachen. Und zwar mit einem Produkt von einer sehr talentierten und wunderschönen Frau von Dominique Cosmetics. Also das ist Christian Dominique, ne? Die ist unglaublich schön, unheimlich talentiert. Und dieses Brow Blowout Shaping Gel, wow, habe ich richtig gesagt, habe ich schon mal leer gemacht und finde ich fantastisch. Nicht jeder feiert das so wie ich, ne? Es ist halt super krass fixierend. Man musste halt vorsichtig sich rantasten, aber es ist unglaublich toll. Gerade so zum Ende hin wird das Ganze sehr klumpig. Also wenn man halt wirklich das Produkt schon lange in regelmäßiger Anwendung hat, und da spreche ich wirklich von Monaten, dann hat man ja auch immer wieder, keine Ahnung, Produkt halt, was im Augenbrauengedönsen halt so drin ist, ne, immer wieder auch mit in die Verpackung reingemacht. Und dann hast du halt irgendwann nicht mehr so ein wunderschönes, relativ klares Produkt, was hier oben an deinem Bürstchen dran ist oder halt auch in dem Produkt unten drin ist, sondern ja, etwas bunteres. Und genau, deswegen muss man dann halt irgendwann sagen, okay, jetzt ist das Produkt auch aufgebraucht, wenn es halt irgendwie gefühlt nur noch zur Hälfte aus Augenbrauen, anderem Kram besteht. Aber das hier ist noch sehr frisch und ich finde es einfach fantastisch. Das tackert die Augenbrauen noch sehr schön fest, hält sie in Form über den ganzen Tag. Und ich mag einfach damit gerne arbeiten, weil das einfach sehr, sehr einfach und schön funktioniert. Und jetzt kommen wir zu einem absolut krassen Produkt. Also wir haben die Verpackung ja eben schon auf uns wirken lassen können von der Highlighter-Palette. Ich finde, dass die Lidschattenpalette definitiv nicht weniger schön ist. Und wir sehen das ganze Ding halt jetzt nochmal in etwas größer. Und nicht nur als Ausschnitt, ne? Und Leute, die ist nicht nur von außen so hammermäßig, sondern auch von innen. Also das ist wirklich krass, wie schön diese Palette ist. Hätte sie farblich eher in den Herbst gepasst? Definitiv. Eben durch diese Gelbgeschichten und so. Aber ich denke, dass man hiermit auch wunderschön was Richtung Sommer gestalten kann, weil die Farben hier drin, die schreien halt auch wirklich danach, dass man so gelbe Looks mit diesem Lila kombiniert, ne? Also auch so helle Looks kann man damit sehr schön machen. Das werden wir auch gleich sehr wahrscheinlich machen. Und hier in der Mitte haben wir dann diese extrem großartigen Schimmertöne, die kennen wir ja schon aus den anderen Paletten von Luna Beauty, ne? Wundervolle Konsistenz und ich bin gespannt, wie die jetzt auch auf den Augen wirken werden, denn die Swatches waren schon mal richtig schön und haben Spaß gemacht, weil einfach die matten Töne toll pigmentiert waren. Erfahrungsgemäß lassen die sich halt auch einfach echt toll verblenden und ich freue mich drauf, jetzt endlich so eine richtig schöne, recht bunte Palette von Luna Beauty mal mit euch zusammen zu probieren.
Und wir gehen jetzt auch direkt einfach mal direkt in die Vollen mit Honeysuckle, wo wir so eine Elfe drin haben, die mich ein bisschen an Tinkerbell erinnert. Und ja, das ist ein krasser Gelbton, der aber auch einen Stich von Orange mit dabei hat. Und den setze ich mir in meine Lidfalte. Boah, der leuchtet. Ist der schön. Ist der schön. Man muss aufpassen, weil er doch sehr viel Pigment hat. Und es krümelt auch schon hier so ein kleines bisschen, ne? Das ist halt immer Fluch und Segen bei solchen Paletten. Aber nehme ich gerne in Kauf, wenn ich halt so eine Farbintensität dafür aufs Auge bekomme. Das ist halt in Ordnung. Ich kann auch schon direkt beim Auftragen das ein bisschen ausblenden. Aber ich möchte es eigentlich gleich mit einem anderen matten Ton noch ausblenden, damit es nicht zu sehr gelb an meine Augenbraue so drankommt, ne? Hammer. Schön. Jetzt nehme ich mir Pixie Pop, auch eine Farbe, wo eine Elfe drin ist und was so ein wunderschöner Lavendelton ist. Ebenfalls mit diesem Pinsel auf. Hat der überhaupt eine Bezeichnung? Einfach die 8. Ich würde ihn jetzt einfach als Packing Brush bezeichnen. Und das setze ich mir hier außen hin. Ich bin schon happy, wie das hier gerade so auch farbtechnisch auf meinen Augen wird. Denn Gelb und Lila sind jetzt nicht so unbedingt die Farben, die sich auch schön miteinander verbinden, weil Lila besteht ja eigentlich aus Blau und Rot und Gelb ist eine Grundfarbe auch, ne? Sodass, wenn man die beiden miteinander verbinden möchte, es oft passieren kann, dass man da einen braun oder einen eher gräulichen Ton halt macht. Aber das geht. Also das habe ich jetzt so nicht mit den beiden, ne? Und das finde ich sehr sympathisch. Ich habe die jetzt auch nur so relativ diffus miteinander verbunden. Also jetzt nicht so mega krass verblendet oder so. Einfach nur wegen der eben beschriebenen Angst, in Anführungsstrichen. Ich möchte mir jetzt ganz leicht, und dafür nehme ich auch wirklich einen dezenteren Pinsel, nehme ich den Ton Meadow. Das ist nämlich ein Grünton. Ein schmutziges Grün quasi. Und dann nehme ich mir auch nur ein bisschen was hier auf die Spitze, um halt meine Lidfalte noch etwas mehr zu definieren. Aber ich sehe ihn nicht. Also ein Hauch von, aber der ist nicht wirklich sichtbar. Traue ich mich? Dann versuche ich halt Weeping Willow. Das ist auch ein Ton, wo ein Pilz quasi drin abgebildet ist. Der ist sehr, sehr dunkel, ne? Und ich möchte eigentlich nicht zu dunkel werden. Mal gucken. Einmal reingedippt und dann vorsichtig hier reinblenden. Ja, ne? Aber man muss halt vorsichtig damit arbeiten, dass man da halt nicht zu dunkel wird, wenn man halt einen hellen Look beibehalten möchte. Mit eben diesem Pinsel nehme ich mir Puffball oder Puffball auf. Das ist ein Eierschalenton und verblende das Gelb nach außen hin damit. Außerdem nehme ich mir mit diesem Pinsel auch Chocolate Truffle auf. Das ist dieser wunderschöne schokoladenbraune Ton, wo auch wieder eine Elfe drin ist. Nur vorsichtig reindippen. Der kommt an den unteren Wimpernkranz. Ich ziehe ihn auch so ganz bisschen noch unter dem Lila hoch. Ich weiß nicht, ob man das nachher sieht, aber dass man da halt auch nochmal so eine kleine Verblendungsgeschichte hat, so einen kleinen Mini-Wing. Aber da kommt natürlich gleich auch noch ein Eyeliner drüber. Also hier habe ich das nicht so schön verblendet gekriegt, ne? Hier in der Lidfalte. Nach unten ist ja Pelle, da kommt ja eh gleich Schimmer drauf. Hier hat es ein bisschen besser funktioniert. Da muss man sich, glaube ich, einfach ein bisschen rantasten, ne? So, jetzt dürfen die Schimmertöne gleich eskalieren. Aber vorher, da komme ich nicht drum rum. Den brauche ich, ne? Mein Nix Glitterglow und ich, wir sind halt einfach Freunde. Und den setze ich mir hier auf mein bewegliches Lid, ziehe den ein bisschen außen auch an das Lila und auch in meinen Innenwinkel ein bisschen. Und hier vorne passe ich halt einfach auch auf, dass ich dann auch meiner vorgegebenen Linie folge, die ich ja mir gebastelt habe, ne? Also das, ja, baut jetzt alles aufeinander auf. Und es wäre natürlich jetzt abgefahren, wenn ich jetzt auch einen Ton nehme, der jetzt vielleicht so ein bisschen out of order ist. Also jetzt nicht unbedingt dieses Fairy Wings nehme, dieses Gold nehme, was auch wunderschön wäre. Wobei ich das, glaube ich, nach innen hinsetze. Und nach außen nehme ich Magic Mushroom. Das ist, glaube ich, eine gute Kombi. Oder nehme ich nur Magic Mushroom?
Ich habe sie beide gerade sehr, sehr gern, aber ich glaube, Magic Mushroom wäre hier als Singleplayer auch eine ganz coole Geschichte, ne? Den nehme ich jetzt auch, tupfe mir den hier komplett drauf. Ja, ich würde sagen, das kommt richtig gut, ne? Ist jetzt ein bisschen dunkel geworden. Ah, da kann ich gleich mit dem Innenwinkel-Highlight auf jeden Fall noch ein bisschen nachhelfen. Aber ich finde, es sieht einfach abgefahren aus, weil ich habe in diesem Magic Mushroom auch so ein bisschen was Grünliches drin, was natürlich dann auch zu dem Gelb passt und auch zu dem, was ich mir in die Lidfalte gegeben habe mit dem etwas dunkleren Grünton. Dann haben wir auch dieses Bläuliche, was dann ja zu dem Lila passt. Also es ist schon harmonisch geworden. Und das Einzige, was ich an dieser großartigen, verwunschenen und wunderschönen Palette zu beanstanden habe, ist, dass ich hier keinen hellen Schimmerton drin habe für meinen Innenwinkel. Aber man kann natürlich auch sich ein mattes Inner Corner machen oder so ein Pop of Color, so ein Gelb oder hier auch dieses Lila dafür verwenden, ne? Auf jeden Fall ist aber nicht ganz so mein Vibe, ne? Trotzdem eine wunderschöne Palette. Und da man ja beim Schminki meistens eh auch einen Highlighter in Anwendung hat, kann man den auch schön in den Innenwinkel mit reingeben. Ich muss noch ein bisschen mit ihr spielen, dass ich halt auch so noch ein paar Farbkombinationen austesten kann. Aber ich finde, hier ist mir das echt gut gelungen. Und es gefällt mir vom Ergebnis halt einfach richtig gut, ne? Das ist halt schon meins und eine sehr abgefahrene Palette. Mag ich. So, dann kommen wir jetzt auch mal zu dem Inner Corner Highlight. Da nehme ich mir von auch einer Influencer-owned Brand hier so ein Mono. Und zwar von Carla Cosmetics in der Farbnuance Nightfall. Das ist dieser hier. Ist eigentlich eher so ein Topper, ne? Aber ich habe mir gedacht, vielleicht kommt das jetzt im Innenwinkel ganz gut, dass man da halt irgendwie nochmal so ein bisschen was Kabäm-mäßiges hat. Ist jetzt eher rosa-silber. Aber es kann natürlich auch den Kontrast ganz gut schaffen, weil wenn ich das in den Innenwinkel gebe, habe ich ja quasi nochmal dieses, ne, das Violette von außen spiegelt sich im Innenwinkel wieder. So war meine Idee. Ich trage mir das jetzt erstmal vorsichtig mit einem Pinsel auf. Ja, das ist halt, ne, wenn du das mit dem Pinsel aufnimmst, dann nimmt das nicht so dieses Eigenpigment mit, sondern ist halt wirklich eher wie ein Topper. Und deswegen haben wir das eben am Finger richtig intensiv gesehen. Und am Auge sehen wir das halt eher jetzt so rosa, ne? Mal gucken, ob der kleine Finger hier helfen kann. Und ich blende es auch immer ein bisschen mit auf mein bewegliches Lid halt drauf, dass das halt vom Übergang her besser ist. Es sieht aus wie Metall auf meinen Augen. Ich finde, es sieht richtig gut aus. Was meint ihr? Ist abgefahren, aber ich mag sowas ja, ne? Das ist einfach voll meins. Dann korrigiere ich das Ganze ganz gerne mal mit so einem Spoolie halt, ne? Wenn ich vielleicht mit meinem Finger etwas zu tief gekommen bin. Lässt sich immer ganz gut wegmachen. Und genau so eine Farbe fehlt meiner Meinung nach auch einfach in der Palette, weil das würde sich so gut ergänzen, ne? Das harmoniert halt voll. Auch eine extrem inspirierende Frau ist die wundervolle Danessa Myricks. Und sie hat hier mit diesem Linework Onyx Eyeliner einen sehr teuren Eyeliner auf den Markt gebracht. Aber er ist fantastisch, weil egal wie intensiv meine Augen-Make-ups sind, wie eskalativ ich da mit Farben umgegangen bin, der malt da einfach darüber. Der kriegt das einfach hin. Das schafft nicht jeder Eyeliner. Und der trocknet halt jetzt nicht irgendwie exzessiv schnell aus, ne? Absoluter Wahnsinn mit diesem Eyeliner, aber gut, ne, das ist halt wirklich auch ein bisschen hochpreisiger. Ja, jetzt habe ich hier etwas. Die Brand gab es vorher und dann wurde der Gründer berühmt, weil er bei der Bachelorette, ich glaube, boah, vor 4 Jahren oder so mitgemacht hat, ne? Der liebe Leander hat nämlich die Marke How Cosmetics damals gegründet gehabt und die gab es damals auch bei Purish, mittlerweile glaube ich nicht mehr. Und ja, da gibt es dieses Indigo Child Setting Skin Perfector Spray. Das ist halt echt schön. Und das gibt es immer noch. Das ist ein sehr schönes Setting-Spray, was auch einen leichten Glow verleiht. Die Beduftung ist intens, aber ich mag's. Also ich mag tatsächlich dieses Setting-Spray sehr gerne, weil das auch ein sehr schönes Finish bei mir macht, ne? Das ist schon hübsch, genau. Da gehe ich jetzt nochmal leicht mit dem Schwämmchen hier drüber. Und dann biege ich mir meine Wimpern zurecht. Da habe ich hier von Catrice meine Wimpernzange, die ich einfach großartig finde. Und dann kommen wir zu Rare Beauty. Die ist, also das ist Selena Gomez, ne? Die dahinter steckt, glaube ich. Und da habe ich hier einmal ihre Mascara. Die meine ich auch irgendwo in einem Set oder in einem Adventskalender oder so drin gehabt zu haben. Das ist einfach die Mascara in der Farbe Black. Da sind 13,5 ml drin. Das ist ganz schön viel. Wir haben ein, ich würde sagen, das ist ein Gummibürstchen mit fetten Borsten. Ich meine, das ist ja der Wahnsinn, ne? Also das ist für mich schon mal sehr verheißungsvoll. Und dann schauen wir mal,
was das jetzt auf meinen Wimpern macht. Ich teste mich jetzt ja auch mal wieder durch meine ganzen Mascaras durch und da passt es mir auch ganz gut, dass die jetzt auch in diesem Fullface mit integriert wird. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Für manche mag es vielleicht sogar ein bisschen zu viel sein. Für mich persönlich hätte die Mascara noch etwas mehr Länge geben können, aber das ist eine absolut persönliche Präferenz. Ich finde, dass mein Look gerade sehr harmonisch aussieht, obwohl das wirklich alles sehr bunt ist. Ne? Wie gesagt, also die Mascara ist so lala. Ich habe bessere, ich habe aber auch schlechtere bei mir. Und ja, also zu dem Look hätte ich mir tatsächlich auch eher gewünscht, noch ein bisschen mehr Wawawoom Lashes zu haben. Aber ja, ist okay, ist solide. Man muss ein bisschen mit den Schichten aufpassen, weil die trocknet relativ schnell. Und wenn sie dann trocknet, dann wird die tatsächlich sehr crusty. Und das habe ich gemerkt, als ich die dann geschichtet habe, dass ich halt auch so ein Ratschen gehört habe. Ja. Heidenei, das ist echt so ein kunterbunter Paradiesvogel-Look, wie ich ihn einfach großartig finde und liebe. Ne? Das ist, it is wie it is, Leute. Ich bin da halt einfach ein bisschen... Ich mag das. Und ja, ich hätte es vielleicht noch ein bisschen heller machen können, weil Sommer und Frühling und so, aber ja, dann ist es halt jetzt einfach so, ne? Dafür mache ich jetzt aber die Lippen etwas dezenter. Ich weiß nicht, wollen wir uns alle angucken? Ich habe nämlich auch von Luna Beauty aus dieser Moonshroom, was ein Zungenbrecher, Collection, die drei Lippies. Ich liebe die Lippenöle und das hier sind die Lipglosse. Ich glaube, die können wir uns jetzt einfach mal nacheinander angucken. Und dann schauen wir einfach mal. Ich glaube, ich weiß schon, welcher da am besten zu passen würde. Und dementsprechend werde ich das Ganze natürlich jetzt auch steigern. Ich starte mit dem Ton Ella. Das ist dieser hier. Einfach so ein klarer, der einen Schimmer mit drin hat. Kann ich mir vielleicht sogar richtig gut vorstellen zum Toppen, wenn das so ein Icy Finish hat. Oh, sehr süß. Nach Zuckerwatte riecht der. Ja, bei sowas ist halt immer die Frage, braucht man bei so einem klaren Gloss so ein teures Produkt? Ist immer schwierig, ne? Also schön ist es definitiv. Kann ich einfach ne, mir gut im Alltag und auch einfach zu allen möglichen Looks vorstellen, weil das halt sehr unkompliziert ist. Man hat auch ein paar Sparkles mit dabei, dass das Ganze auch ein bisschen schimmert. Dann mache ich weiter mit der Farbe Flora. Das ist ein Rosatönchen. Ich kann euch auch mal die Swatches zu den Lippenglossen, genau, zu den Lipglossen einblenden. Oh. Flora. Oh. Flora ist eine Farbe, die ich sehr schön finde und auch sehr speziell. Sowas habe ich auch ehrlich gesagt in der Art und Weise noch gar nicht bei mir da und ich habe viel da. Das ist nämlich ein sehr milchiger Ton. Der ist auch wieder ein bisschen kühler, was für mich halt wieder so, ne, diese Kollektion passt für mich sehr gut halt auch in den Herbst. Aber gut, egal. Schöner Gloss und das fühlt sich so leicht auf den Lippen an. Flora macht das Ganze jetzt etwas kühler. Passt aber auch sehr schön zu meinem Inner Corner, ne? Und zu guter Letzt habe ich hier Soul, also die Sonne, die das Ganze einmal abschließen möchte. Das ist dann ein eher bräunlicher Ton. Holla, die Waldfee. Also nicht starke Pigmentierung. Von der Farbe her, Leute, ist das schon Schoko, ne? Als hätte ich Schokolade über meine Lippen gezogen. Aber auf eine sehr schöne Art und Weise. Ich hatte erst ein bisschen Angst, dass meine Zähne dadurch vielleicht ein bisschen zu gelb aussehen könnten. Also auch das ist eine Farbe, die ist speziell, passt aber sehr gut jetzt auch zu diesem Gelb, was ich hier im Look mit drin habe. Und ich finde, das ist auch die Lipgloss-Farbe von den dreien, die ich jetzt hier habe, die am besten auch zum Look passt. Aber das ist jetzt mein Full Face mit Influencer-Owned Brands. Ja, feiere ich schon. Ich fühle mich wohl, auch mit meinem sehr entspannten Look, den ich heute hier habe, mit meinem Hoodie und meinem grünen T-Shirt. Da passt das auch alle ganz gut zusammen. Ihr Lieben, schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr jetzt hier vielleicht am überraschendsten oder am schönsten fandet oder welche Brand ihr so vermisst hättet. Das schreibt gerne mal in die Kommentare. Ja, ich bin mal gespannt, was die Kolleginnen und Kollegen mit Millionen Reichweite, aber hey, Kolleginnen und Kollegen in den nächsten Wochen, Monaten so droppen. Ich bin da auf jeden Fall super gespannt, denn ich teste es doch immer super gerne aus. Und dann wäre es hier schon wieder gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wie ein Däumchen, ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.